Hallo. Hallo. Nachdem wir jetzt zum vierten Mal starten und jetzt wieder beide hier sitzen, haben wir jetzt viermal oder dreimal? Ja, das ist jetzt das vierte Mal. Also wir haben technische Probleme heute. Wir haben keine Ahnung, woran es liegt, weil es hat eigentlich immer genau so sehr gut funktioniert. Mhm. Das hat uns jetzt irgendwie drei oder viermal währenddessen auch kurz ausgeschaltet und wieder angeschaltet. Wir wissen nicht genau, was ihr gesehen habt oder nicht. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, wir testen das jetzt noch einmal. Und wenn das nicht klappt, dann drehen wir ein Video. Wir drehen das einfach als Video. Und das ist sehr schade, weil wir euch gerne dabei hätten und auch gerne mit euch sprechen würden. Aber ich glaube, das ist die sicherste Möglichkeit, dass ihr überhaupt ein ganzes leise Laut sehen könnt, ohne Unterbrechung. Und der Ahmad, der sitzt jetzt hier die ganze Zeit und wartet. Sehr geduldig. Der Arme. Und das ist auch nicht so schön. Ja, aber wenn Ahmad dann Geschichte erzählt und da zwischendurch Unterbrechungen sind und dann kriegt ihr die Hälfte nicht mit, dann ist das zwar ein Cliffhanger, aber nicht schön. Und deshalb versuchen wir es jetzt noch einmal, aber wir wissen auch nicht, ob ihr uns jetzt noch seht. Wir testen das jetzt gleich. Vielleicht hören wir einfach auf, so viel zu reden vorher. Ja. Wahrscheinlich Facebook einfach, dass wir ganz kurz nur reden oder gar nicht. Ach so, ja. Und wir hauen jetzt einfach ab und klären alle Fragen, während du sprichst, Ahmad. Ja, vielleicht noch ganz kurz das mit dem Alter. Ja. Ja, also das Alter. Vielleicht habt ihr das eben schon mitgekriegt. Ansonsten sage ich das jetzt nochmal. Die Geschichte ist nicht für Kinder. Die Geschichte ist so ab 16 ungefähr. Ja, und jetzt sagen wir einfach mal viel Spaß und herzlich willkommen, Ahmad Faris. Und Al-Hakawati, den werden wir jetzt gleich live sehen. So. الحكواتي الحكواتي شخصية شعبية تقليدية وهو شخص امتهن سرد القصص في المقاهي حيث كان يحتشد حوله الناس قديما. Was hast du jetzt gesagt? Das ist die Begriffe für الحكواتي. Was ist الحكواتي? Es ist eine Person, er macht einen Beruf als Geschichteerzähler und auf Arabisch heißt Al-Hakawati. Und er erzählt die Geschichte in Cafés. Früher, wenn kein Fernsehen gibt, gibt in jedem Stadtteil ein Café. Dort die Leute treffen uns am Abend und unterhalten, Kaffee trinken, Tee trinken oder Shisha rauchen, einfach Spaß haben. Und Al-Hakawati ist ein Teil von dem Kaffee
und erzählt Geschichte vor die Leute. Und die Leute haben Spaß mit dieser Geschichte. Dankeschön. Gerne. Ich frage einfach immer mal ein bisschen nach zwischendrin. Und der Ahmad erzählt dann wieder ein bisschen was auf Arabisch. Bitte schön. وما يميز الحكوات أيضا تلك النفحة من القيم والفضائل التي كانت تتسم بها شخصيات رواياته وكانت تغذي نفوس المتلقين وعقولهم والحكوات شخصية واحدة جسدها كثيرون على مر عقود من الزمن وهي مهنة عرفتها بلاد الشام منذ مطلع القرن التاسع عشر وحظيت بشعبية كبيرة جعلتها جزءا من التراث الشعبي في هذه البلاد. Jetzt möchte ich unbedingt wissen, was du jetzt schon gesagt hast. Bitte. Wieder. Ich habe gesagt, Al-Hakawati ist eine Person, aber viele haben diese Spiele gespielt also und Rolle, diese Rolle gespielt. Mhm. Und vor lange, lange Zeit ist es ein Beruf in Bilad al-Sham. Bilad al-Sham ist ein Gebiet, besteht aus Syrien, Libanon, Jordanien, Irak. Dieses Gebiet heißt früher Bilad al-Sham, wenn gibt es keine Grenze zwischen den Ländern. Mhm. Ja. فهي كانت وسيلة تسلية جماعية وفي الوقت نفسه وسيلة تثقيف وترسيخ للقيم والأخلاق التي تحل بها أبطال القصص والروايات التي كان يسردها الحكواتي ولو كانت هذه الحكايات والقصص غير واقعية يبدأ سرد الرواية أو الحكاية التي غالبا ما تكون عن شخصية تاريخية وتدور جميعها عن البطولة والشجاعة والشرف والمروءة ونصرة المظلوم. Was hast du jetzt gesagt? Entschuldigung, Ahmad, aber das ist die, was ist die Geschichte erzählt? Die Geschichte erzählt über ein Held, mm-hmm. und der Held spielt die große Rolle in der Geschichte. Er hat immer die guten Sachen gemacht von die Leute Unterstützung. Mhm. Also es ist eine Heldengeschichte. Genau. Es ist eine Heldengeschichte. Es ist immer über eine Heldengeschichte oder eine alte Geschichte. Insbesondere diese Geschichte nicht nur reale Geschichte, vielleicht ist irreale Geschichte. Okay, also ist nicht unbedingt die Wahrheit. Nein, nicht unbedingt. ويبقى الحكوات جمهوره في تشويق دائم لمعرفة وقائع القصة أولا بأول وتمتد القصة لأيام وأيام وكان يحرص الحكوات على أن تنتهي أحداث القصة كل ليلة بموقف متأزم والبطل في مأزق حتى يحمس المتلقي ويجعله متشوقا لسماع بقية الأحداث وكيف سيخلص بطل القصة من المأزق وفي نهاية كل حكاية لا بد أن ينتصر الخير الذي يمثله بطل الرواية. Und jetzt, was hast du jetzt gesagt? Die Geschichte ist immer über einen Held und der Held ist, die Erzähler versucht jeden Tag vor eine bestimmte Situation vor den Held bleiben. Mhm. Und es ist eine schwierige Situation, dann die Leute haben immer Spann und sie mussten, was ist passiert, was ist weitermachen, was ist weiter passiert vor die Held und vor die ganze Geschichte. Aber der Erzähler sagt, später, morgen. Okay, also das hast du irgendwie mal kurz vorher erzählt. Also jemand, der Held
holt zum Beispiel mit dem Schwert aus. Genau. Und wann? Was ist passiert danach? Muss morgen wiederkommen. Bis morgen. Das ist ja wie, wenn man Serie guckt bei uns, ne? Genau. Okay. Hast du noch etwas in deiner Einleitung? Das ist die Einleitung vor die Al-Hakawati und das ist der Begriff für Al-Hakawati. Vielen Dank für die Einleitung. Sehr gerne. Und was wäre diese Vorstellung oder dieser Abend heute ohne eine Geschichte? قصتنا اليوم يا سادة يا كرام عن فارس مغوار بطل الأبطال وحام الديار وقاهر الأعداء بطل الحب والحرب. Unsere heutige Geschichte, liebe Damen und Herren, handelt von einem mutigen Mann, einem der Helden, einem Beschützer des Stammes und Bezwinger der Feinde, einem Helden der Liebe und des Krieges. خلد التاريخ ذكره بشعره وحبه لابنة عمه وبسيفه وانتصاراته في معاركه. Er ist in die Geschichte eingegangen für seine Poesie, die Liebe zu seiner Cousine, wegen seiner Schwertkunst und der Unbesiegbarkeit in seinen Schlachten. إنه عنتر بن شداد. Sein Name ist عنتر ابن شداد. ولد عنترة في بيت الرق أبوه شداد من سادة قبيلة عبس وأمه زبيبة وهي أمة شداد. Er wurde als Sklave geboren. Sein Vater Shaddad ist ein Fürst des Abs-Stammes. Seine Mutter Zabiba, die Sklavin von Shaddad. ولديه أخ من أمه اسمه شيبوب. Er hat einen Bruder namens Shabub. كان أكبر منه سنا وكان دوما له سندا وعونا. Dieser ist älter als er, ihm immer eine Unterstützung und Hilfe. نشأ عنترة من نسب وضيع لأمه زبيبة في وقت يقدس العرب فيه الحسب والنسب. Zu einer Zeit, als die Araber noch Herkunft und Abstammung verehrten, wächst Antara bei seiner Mutter Sabiba als Sklave auf. كان أسود البشرة قوي البنية عريض المنكبين وصوته كزئير الأسد. Antara hat schwarze Haut, ist stark und groß, hat breite Schultern und eine Stimme wie ein Löwe. كان عزيز النفس حلو اللسان حليم صبور يحمي الضعيف وينصر المظلوم. Er ist selbstbewusst und geduldig. Er hat eine süße Zunge, beschützt die Schwachen und hilft den Unterdrückten. كان عنترة متيما بحب ابنة عمه عبلة. عنترة ist verliebt in seine Cousine عبلة. وأنشد فيها الكثير من شعر الغزل حتى ذاعت قصة حبه بين جميع قبائل العرب. Er schreibt wunderschöne Liebesgedichte für sie und bald ist seine Poesie und seine Liebe für Abla bei allen arabischen Stämmen bekannt und berühmt. كانت عبلة ذات حسب ونسب من سيدات قبيلة عبس وكانت جميلة الجميلات وكانت معجبة ببطولات عنترة وقصائد الحب التي ينشدها لها. عبلة ist eine Frau aus dem Stamm der Abs, wunderschön und von den Heldentaten Antaras und den Liebesgedichten, die er für sie erfindet, beeindruckt. ولكن عمه وابن عمه زياد
يكرهونه لأنه عبد وليس من سادة القوم مما زاد معاناته. Aber sein Onkel, Ablas Vater und sein Cousin Ziad hassen ihn, weil er ein Sklave ist und kein Angehöriger des Stammes. Darunter leidet Antala sehr. وصار يحارب ليكسب قلب ابنة عمه من جهة وموافقة أبيها من جهة أخرى. Er kämpft darum, zum einen das Herz seiner Cousine und zum anderen die Zustimmung ihres Vaters zu gewinnen. ومن أجل حبه خاض المعركة تلو الأخرى ليثبت لعمه ولقبيلته أنه جدير بأن يكون حرا وليس عبدا ويتزوج ابنة عمه عبلة. Für seine Liebe kämpft er und kämpft er. Er will seinem Onkel und seinem Stamm beweisen, dass er es wert ist, frei und kein Sklave zu sein und seine Cousine Abla zu heiraten. في يوم من الأيام أصدر الملك زهير أمره في قومه أن يغزو للإغارة على بني تميم. Eines Tages befiehlt der König Zuhair seinem Stamm, sich für den Überfall auf die Bani Tamim bereit zu machen. فأوصى شداد ابنه عنترة أن يخلفه في النساء والإبل لحمايتها. Also gibt Shaddad seinem Sohn Antara den Auftrag, bei den Frauen und Kamelen zu bleiben, um sie zu beschützen. فقال عنترة لا تخشى شيئا فإذا فقد بعير فروحي فداء له. Fürchte nichts, wenn ein Kamel verloren geht, opfere ich meine Seele dafür, sagt Antara. وفي اليوم التالي غادر الملك زهير وفرسانه ديارهم. Am nächsten Tag verlassen König Zuhair und seine Ritter den Stamm. ولم يبقى في الديار غير الأطفال والنساء والشيوخ والخدم. Nur Kinder, Frauen, ältere Menschen und Diener bleiben zurück. وبعد يومين بينما كان العبيد يسرحون بالإبل. Zwei Tage später haben sich die Sklaven mit den Tieren im Land verteilt. انقض 100 فارس من بني قحطان على قبيلة عبس. Plötzlich greifen 100 Ritter aus Bani Qahtan die Abs an. وأسروا النساء وقتلوا الرجال الذين حاولوا الدفاع عن ممتلكات القبيلة ونسائها. Sie nehmen die Frauen gefangen und töten die Männer, die versuchen, ihr Eigentum und die Frauen des Stammes zu verteidigen. وكان عنترة أعزل وليس معه سلاح. Antara ist als Sklave wehrlos und hat keine Waffen. كان يرعى الإبل وشاهد أحد الفرسان يحمل ابنة عمه عبلة أسيرة معه. Er kümmert sich gerade um die Kamele, als er einen Ritter sieht, der seine Cousine Abla gefangen nimmt und davonträgt. Er rennt wie der Wind hinter ihm her, bis er ihn einholt. فركض كالريح خلفه حتى لحق به وضربه ضربة بيده أوقعته عن الفرس. Er schlägt ihn mit der Hand. Der erste Schlag wirft den Ritter vom Pferd. وضربة ثانية فقضت عليه. Und der starke zweite Schlag tötet den Ritter. وفك أسر ابنة عمه عبلة. Dann befreit Antara seine Cousine Abla. وأخذ سيف الفارس ورمحه وفرسه ولحق ببقية الفرسان. Er nimmt das Schwert, den Speer und das Pferd des Ritters und folgt den anderen Rittern. وهجم عليهم كالأسد وقتل منهم 20 فارسا. Er greift sie an wie ein Löwe und tötet 20 von ihnen. ثم قتل قائدهم ومعه 20 آخرون. Dann tötet er ihren Anführer und weitere 20 Männer. فألقى الرعب في قلوب الباقين الذين لاذوا بالفرار وتركوا خلفهم النساء الأسرى. Die übrig gebliebenen Ritter sind so voller Schrecken, dass sie die gefangenen Frauen und Tiere zurücklassen
und fliehen. عاد عنترت إلى قبيلته منتصرا ومعه أسلحة كثيرة وأربعين فرسا. Mit vielen Waffen und 40 Pferden kehrt Antara siegreich zu seinem Stamm zurück. فرحت النساء بخلاصهن من الأسر والذل وأعجبن به إعجابا عظيما. Die Frauen freuen sich über ihre Rettung aus der Gefangenschaft und Demütigung und sie bewundern ihn mit großem Stolz. بعد عدة أيام رجع الملك زهير مع فرسانه منتصرا يحمل معه الغنائم. Nach einigen Tagen kehrt König Zuhair mit seinen Rittern siegreich zurück und bringt die Beute mit. وسمع ما حدث أثناء غيابه أن عنترة استطاع لوحده هزيمة 100 فارس. Er hört, was während seiner Abwesenheit geschehen ist, dass Antara es alleine geschafft hat, 100 Ritter zu besiegen. دعا الملك زهير شداد وإخوته إلى وليمة النصر في دار الضيافة. König Zuhair lädt Shaddad, seine Brüder und viele andere zu einem Siegesfest in sein Versammlungszelt ein. وكان على رأس قائمة المدعوين عنترة بن شداد. Ganz oben auf der Liste der eingeladenen Personen steht Antara ibn Shaddad. قال الملك: لقد علمت ما صنع عنترة في أثناء غيابنا دفاعا عن القبيلة ونسائها وأملاكها. König Zuhair sagt: Ich habe während unserer Abwesenheit von Antaras Taten erfahren. Er hat den Stamm, die Frauen und unser Eigentum verteidigt. فحق علينا أن نقدره وننزله المنزلة اللائقة الكريمة. Wir müssen ihn schätzen und ihm für seine Taten einen Ehrenstatus geben. فالأعمال الطيبة نسب من لا نسب له. Gute Taten verhelfen denen zu Ehre, die keine Abstammung haben. وأعظم الناس من هو أنفعهم للناس. Und die besten Menschen sind die, die Gutes für die anderen tun. ثم دعا الملك عنترة فأجلسه إلى جانبه وأعجب بفصاحته وسر لحديثه واستمع لشعره. Dann ruft der König Antara und setzt ihn neben sich. Er bewundert seine Wortgewandtheit, seine Erzählkunst und seine Gedichte. وأهداه الملك ثيابا جديدة باهظة الثمن مرصعة بالحلي والجواهر يلبسها فقط السادة الأثرياء وليس العبيد الفقراء. Der König überreicht ihm goldenen Schmuck und juwelenbesetzte Kleider, die nur wohlhabende Herren betragen, keine armen Sklaven. فسر عنترة سرورا عظيما ومدح الملك بقصيدة جميلة ثم رجع مع أبيه آخر الليل مسرورا. Antara ist sehr zufrieden und ehrt den König mit einem Gedicht an ihn. Am Ende der Nacht kehrt er glücklich mit seinem Vater zurück nach Hause. في الصباح ركب عنترة جوادة وسار مع أخوه شيبوب إلى المراعي لإطعام الإبل. Am nächsten Morgen reitet Antara auf seinem Pferd und mit seinem Bruder Shabub auf die Weide, um die Kamele zu füttern. وهناك كان اثنان من أولاد الملك زهير مالك وشاس وكذلك زياد أخو عبلة يرعون الإبل. Zwei von König Zuhairs Söhnen, Malik und Shas, sowie Ablas Bruder Ziyad, hüten die Kamele. وكانت المراعي بعيدة عن بيوت القبيلة. Die Weiden sind sehr weit entfernt von den Häusern des Stammes. وكان مالك معجبا بعنترة وأراد أن يدعوه ليجلس معهم. Malik ist ein Bewunderer von Antara und will ihn einladen, sich zu ihnen zu setzen. ولكن شاس أبدى امتعاضه وقال لأخيه مالك:
Aber Schas drückt seinen Groll aus und sagt zu seinem Bruder Malik: لماذا ترفع من قدر هذا العبد الأسود وكأنه سيد حر؟ Warum willst du die Stellung dieses schwarzen Sklaven erhöhen, als wäre ein freier Mann? إنني منزعج جدا من وجوده وأرغب في قتله. Ich bin sehr verärgert über seine Anwesenheit und würde ihn gerne töten. فقال مالك: ولماذا تكرهه؟ إنه شهم وشجاع ويدافع عن القبيلة بكل قوة. Malik sagt: Warum hast du ihn? Ist ritterlich und mutig und verteidigt den Stamm mit aller Kraft. ولكن كرهه سببه أنه صديق زياد ويحب أيضا عبلا. Aber der Grund für Schahs Hass ist, dass Ziyads Freund Ablas Bruder ist und Abla liebt. وعنترة ينظم قصائد الشعر الغزلي في عبلة. Und dass Antara viele Liebesgedichte für Abla schreibt. وفجأة لاح في الأفق غبار كثيف وإذا بهم 300 فارس من قبيلة قحطان. Plötzlich bildet sich eine Staubwolke am Horizont und es erscheinen 300 Reiter vom Stamm der Qahtan. جاءت تطلب الثأر لمقتل فرسانهم وقائدهم وقد جردوا سيوفهم الحادة ورماحهم الثاقبة. Sie kommen, um sich für den Tod ihrer Ritter und ihres Anführers zu rächen und haben ihre scharfen Schwerter und spitzen Speere gezogen. عرف أبناء زهير أن الفرسان تريد قتلهم وسلب مالهم. Zuhairs Söhne wissen, dass die Ritter sie töten und ihre Tiere stehlen wollen. فنزلوا إلى الوادي واستعدوا للدفاع عن أنفسهم. Sie gehen ins Tal hinunter und bereiten sich darauf vor, sich zu verteidigen. ولكنهم قلة والعدو كثيرون والكثرة تغلب الشجاعة. Aber sie sind nur wenige und ihre Feinde sind viele, sodass sie den Mut verlieren. أما عنترة فلم يرد أن يصاب أبناء الملك زهير بمكروه ولا يرضى العدوان عليهم. Antara will nicht, dass König Zuhairs Söhne verletzt werden und will den Angriff gegen sie verhindern. وزاد في حماسته أن مالك ابن زهير معهم. Und besonders wird davon angetrieben, dass Malik ibn Zuhair bei ihnen ist. فانقض عليهم كالصاعقة وصاح فيهم صيحة رج بها الوادي. Stürzt sich wie ein Blitz auf die Angreifer und schreit so, dass das ganze Tal bebt. وكان في مقدمتهم قائدهم وطلب منه عنترة المبارزة رجلا لرجل. An der Spitze steht ihr Anführer und Antara fordert ihn zu einem Kampf von Mann zu Mann auf. فقال القائد: ومن أنت أيها العبد الأسود؟ Der Anführer sagt: Wer bist du, schwarzer Sklave? فقال: أنا عنتر بن شداد. أنا من قاتل فرسانكم وصرعهم. Ich bin Antara ibn Shaddad. Ich bin einer von denen, die gegen deine Ritter gekämpft und sie zerstört haben. أنا الذي قتل 40 من فرسانكم وقائدهم. Ich bin derjenige, der 40 eurer Ritter und ihren Anführer getötet hat, sagt Antara. فقال له: إذا أنت من قتل أخي. Der Anführer sagt zu ihm: Du bist also derjenige, der meinen Bruder getötet hat. إذا أنت من أريد قتله اليوم وسأشرب من دمك وأرمي جسدك لوحوش البراري. Du bist also derjenige, den ich töten will. Heute werde ich dein Blut trinken und deinen Körper den wilden Tieren zuwerfen. وهنا جرد كل منهما سيفه من غمده وهجم على عدوه. Nun zieht jeder von ihnen sein Schwert aus der Scheide und greift seinen Feind an. وما هي إلا جولة واحدة حتى تمكن عنترة من غرس رمحه
في صدر عدوه خرج من ظهره. Es dauert nur eine Runde, bis Antara seinen Speer in die Brust seines Feindes spießen kann. Der Speer tritt aus seinem Rücken wieder aus. رغم الدروع الحديدية التي يلبسها. Trotz der eisernen Rüstung, die er trägt. وسقط على الأرض مدرجا بدمه وهنا انتهت المعركة ولم يسفك المزيد من الدماء. Und er fällt blutüberströmt zu Boden. Hier endet die Schlacht und es wird kein Blut mehr vergossen. وقد شكر مالك بن زهير عنترة على حكمته وشجاعته وهنأه على فوزه على خصم قوي. مالك ابن زهير dankt Antara für seine Weisheit und seinen Mut und gratuliert ihm zu seinem Sieg über den starken Gegner. وعندما انصرفوا لم يستطع شاس أن يكتم غضبه وقال لأخيه مالك. Als sie gehen, kann Shaz seinen Zorn nicht mehr unterdrücken und sagt zu seinem Bruder Malik: إن هذا العبد قد ارتفع بنفسه فوق منازل العبيد والسادة. Dieser Sklave erhebt sich selbst über die Position von Sklaven und freien Männern. وأصبح يعتقد أنه سيد من سادات عبس. Er glaubt, dass er einer der Fürsten von Bani Abs ist. وهذا كله بسبب دعمك أنت يا مالك وكذلك دعم أبيك الملك. Und das ist alles auf deine Unterstützung und die Unterstützung deines Vaters des Königs zurückzuführen. ولكن مالك عرف ما يدور في نفس أخيه وحبه لعبلة ومنافسة عنترة له. Aber Malik weiß, was in seinem Bruder vorgeht, dass dieser Abla liebt und Antara sein Rivale ist. وخاصة أن عبلة تبدي حبها لابن عمها عنترة. Besonders weil Abla ihrem Cousin Antara ihre Liebe gestanden hat. وأن ابن العم أولى بابنة عمه ولو كان المنافس الملك نفسه. Und dass der Cousin mehr Anspruch auf die Hand seiner Cousine hat als der König selbst. ورجع كل منهم إلى داره. Und alle kehren in ihre Heimat zurück. Jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, Shaz hat was vor, oder? Ja. Schade. Wie geht's denn weiter eigentlich, Ahmad? Er sagt nichts. Ich habe nichts gehört. Wie geht es weiter? Weiter? Ja. Morgen. Ja, schade. Ja. Das ist ja ganz schön brutal. Ne? Viel Tote. Ja, viel Tote und ein Held. Und ein Held. Ja. Ja. Vielleicht muss man ein bisschen was dazu sagen. Wir haben gestern und vorgestern und vorvorgestern am Text gearbeitet, also an der deutschen Übersetzung. Genau. Und wir hatten sehr, sehr viele Fragen im Kopf und wussten überhaupt gar nicht, was meint der denn jetzt und warum steht das denn da so? Und dann haben wir dich natürlich viele Sachen gefragt. Genau. Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass unsere ZuschauerInnen, die nämlich da sind, hallo liebe ZuschauerInnen, guten Abend, schön, dass ihr da seid, freut uns sehr, haha. Vielleicht möchten die was wissen. Also ich möchte euch gerne einladen. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen an den Ahmad, weil dazu ist er da und wir können eure Fragen lesen. Und auf Arabisch oder auf Deutsch? Natürlich auf Deutsch.
Sehr gerne. Du meinst auf Arabisch auch? Weil gibt es auch Arabisch Leute gucken, ja, und vielleicht sie haben Fragen. Ja. Weil die neue Generation von Arabisch, sie kennen diese Geschichte nicht und sie kennen die Situation vor dieser Geschichte auch nicht. Weil das ist, nicht? Weil das ist sehr früh, ja. Okay. Also, ich meinte die neue Generation. Die neue Generation, du meinst auch die jungen Menschen, die Die jungen Beispiel... Menschen vielleicht sie nicht gehören über diese Geschichte. Okay. Oder? Also ihr könnt euch gerne auf Arabisch melden. Dann müssen wir schauen, wie wir das übersetzen, weil wir können es leider nicht lesen. Aber das macht ja nichts. Wir finden eine Lösung. Der Ahmad kann ja aufstehen. So, aber jetzt sitzt er erstmal schön. Also, wie fangen wir jetzt am besten an? Weil das ist gar nicht so einfach. Ja, also ich finde es zum Beispiel spannend, was Ahmad erzählt hat, dass das eine reale Person war, um den es da jetzt ging. Ja, also dieser Richtig. Held ist nicht erfunden. Ist nicht erfunden. Vielleicht eine Situation war irreale, aber der Person, der Held ist ein Echtmann. Und er war seit 1005 Jahren früher. Er lebt in im Golfgebiet. Jetzt sagen Golfgebiet Saudi-Arabia oder United Arab Emirates oder diese Gebiet. Mhm. Diese Geschichte dort. Und die Stamm dort war zum Beispiel Bani Abs, Bani Qahtan und Bani Tamim. Dort bis heute die Leute sind auch die Nachname Tamim und Qahtan. Mhm. Genau. Okay. Also was mir geholfen hat, mir das vorzustellen, weil ich überhaupt keine Idee hatte, was meint der denn mit Rittern und so. Dass diese Männer und diese Menschen, die da, um die es da geht, also nicht nur die Männer natürlich, sondern die ganzen Menschen, um die es geht, dass die in einer Art Steppe oder Wüste leben. Aber du hast gesagt, Steppe passt besser. Genau. Also eine weite Fläche, in der sie leben. Und mit Pferden sind die Reiter unterwegs, also die Ritter. Genau. Und die Menschen, also der Stamm, das Volk, also die Frauen, die Sklaven, die Kinder, die Alten, die ziehen durch das Land und leben in Zelten. Genau, damals in Zelten. Ja, und die gehen immer dahin, wo Wasser ist, wo viel Wasser ist. Eigentlich damals es ist Wüste, aber nicht genau Wüste, als du hast gesagt. Dort gibt es ein bisschen Wasser hier und dort und ein bisschen Platz für die Kamelien oder die Tiere zu fressen. Also, deswegen die Leute wohnen in Zelten und sie umtauschen die Zelten oder sie fahren nach die Wasser. Sie suchen immer die Wasser und die Platz für die Tiere zu fressen. Also sie sind, also in Deutsch würde man sagen, Nomaden. Nomaden, genau. Ja, also das sie ist die ziehen Begriffe hierhin und dahin und dorthin. Und genau. Das waren sehr, sehr viele Menschen, du hast so erzählt. Sie waren sehr, sehr viele Menschen. Stamm besteht vielleicht aus 1000 Leute, 100.000 Leute oder so. Ja. Also es gibt Stämme, also wir hatten gestern den Begriff Heimat und haben festgestellt, der Begriff Heimat stimmt nicht. Es ist ein Stamm, also es gibt einen König, der an der Spitze steht. Genau. Und darunter sind, wenn es ein großer Stamm ist, viele kleinere Fürsten. Großer Stamm ist, das heißt König. König. Und dann gibt es sozusagen Fürsten. Fürsten ist eine Leute, sie sind alte Leute und sehr wichtige Leute. Mhm. Und sie haben viele Leute da unten. Unter sich sozusagen. Genau. Also das sind auch einfach Familien. Das ist alles eine Familie, oder? Oder die Stamm besteht aus einer Familie. Okay, ja. Also eine große Familie. Große Familie. Ja. Und alle Mitglied vor die Stamm sind verwandt, ja. Ja, die sind verwandt. Genau. Alle. Okay. Mhm. Und die haben, sag ich mal, du hast gesagt, die haben keinen Beruf.
Aber eigentlich haben die ja schon einen Beruf, nämlich... eigentlich, der Beruf ist nur die, die andere Leute greifen und die Tiere und die Frauen, Kinder, alle als Sklaven zu gewinnen. Also die haben andere Stämme angegriffen oder die greifen andere Stämme an und klauen denen dann die Frauen und die Tiere. Genau, aber und, die Begriffe klauen ist nicht da, also weil sie die kämpfen, Entschuldigung. Ach sie Mann. Kämpfen. Also die klauen, davor. Die erobern sozusagen. Genau. Okay. Huch. Ja. Also die jagen den anderen Stämmen die Frauen ab und die dürfen auch, also die dürfen auch zum Beispiel Sklaven mit Sklaven zusammen sein, aber die Sklaven werden dann keine edle Leute. Genau. Okay, also wie Antara? Antara, seine Mutter ist Sklave und sein Vater ist ein Fürstmann. Okay, aber er bleibt Sklave, weil ja. Er ein Sklavenkind ist. Das ist normal. Die Kinder kommen als Sklaven. Ja, aber das ist ja schon sehr nett von dem König, dass er sagt, hey, den muss man eigentlich so behandeln. Weil der König, die Hauptaufgabe von dem König ist, kommen um die ganze Stadt. Mhm. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass ein Stamm nicht nur Männer und Frauen und Kinder sind, sondern Tiere. Tiere ist ein wichtiger Teil von dem Stamm. Ja, Tiere ist das ist die Haupteigentum von dem Stamm. Was waren das denn für Tiere? Tiere, überhaupt Kamelien. Kamele? Ja. Meistens Kamele? Meistens Kamele. Okay. Und was haben die, also machen die Kamele, was können die Kamele, was haben die für eine Bedeutung im Stamm? Kamele ist die Eigentum von dem Stamm, das ist die Bauer von Stamm, das ist das Essen von dem Stamm. Kamele, essen die Kamele, genau. Die Menschen? Ja. Und trinken die auch Kamelmilch und genau. Alles? Sie leben von den Kamele. Nur okay. Die Kamele ist ein ganz Essen für die okay. Leute. Sie, natürlich, sie essen jeden Tag Fleisch, aber das ist das Leben. Okay. Also geht es jetzt dann auch in der Geschichte im Prinzip darum, dass Antara etwas für den Stamm tut, obwohl er ja gar kein vollwertiges Mitglied des Stammes ist und ja. Dadurch, dass er etwas Gutes für den Stamm tut, dann einen anderen Rang, eine andere Position bekommt. Genau, weil er macht sehr gut und er unterstützt die Stamm und er war Held und danach wird sein Vater hat gesagt, das ist mein Sohn. Davor aber nicht. Davor nicht. Okay. Davor war Sklave und der Sklaveberuf ist nur die Tiere zu kommen. Mhm. Aber die Fürstleute, sie haben das Recht, ein Pferd zu haben, ein Kämpfen, Schafat und ja. Und die Hauptarbeit für die Männer ist zu kämpfen. Okay. Du hast gestern noch gesagt, das fand ich gerade auch ganz interessant, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Das bin gerade hängen geblieben an das, was du gesagt hast. Entschuldigung, ich klinke mich mal aus, du wolltest was sagen, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, ich hatte gerade halt dann noch eine Frage. Also du hast ja gesagt, dass er danach auch anerkannt wurde. Also das ist dann jetzt, diese Geschichte ist im Prinzip der Anfang von dem ganzen Antara-Epos, also ist das jetzt so die erste Geschichte, die wir heute gehört haben? Mhm. Also der Anfang von ja. Antaras Karriere und ja. Heldenreise genau. Sozusagen. Heldenkarriere ist auch ein schönes Wort. Ja, Heldenkarriere. Ja. Und natürlich, er hat das Ziel, der Ziel vor, seine Cousine zu heiraten. Mhm. Aber als Sklave, er hat
keine Möglichkeit für seine Cousine zu heiraten. Deswegen er kämpft als Held und er war echt ein Held, den Helden. Er war aber nicht nur ein Held der Kriegstaten und das fand ich sehr beeindruckend. Er war ein Dichter. Er war ein Dichter. Genau. Und zwar war er so ein berühmter Dichter. Sehr berühmter Dichter und er war eine von 7 Dichtern, die Gedicht hängt auf Kaaba. Also das Gedicht hängt immer noch auf der Kaaba? Bis jetzt nein. Wie nein? Damals. Damals? Damals. Okay, aha, das ja. Hast du erzählt, dass das eine Tradition ist. Damals, ja. Sie hängen ja. die sehr wichtigen Gedichte auf Kaaba und er war eine von 7. Okay, also nur 7 Dichter? Nur 7, ja. Durften ihre Gedichte. Und andere Geschichten sagten, sie waren 10. Mhm. Ich bin nicht sicher. 7 also oder 10. 7 ist aber cooler. Ja. Also die Kaaba, die kennt ihr wahrscheinlich. Also das ist dieses große schwarze Heiligtum. Heiligtum der, vor ist, Muslime. Vor Muslime, ja. Mhm. Und das ist, Antaraha ist gestorben. Nicht viele Jahre bevor Islam. Okay, also der hat praktisch vor dem Islam genau. gelebt. Und einige Kollegen von Antara werden Muslime danach. Aha. Mhm. Und die Kaaba, wann wurde die dann gebaut? Oder gab es die schon vorher? Kaaba ist vor. Kaaba hat Ibrahim, sagten Abraham. Abraham gebaut. Also ist die Kaaba uralt? Sehr alt. Uralt. Und älter als Abraham auch. Weil Abraham, da Kaaba vielleicht damals gestürzt oder so und Abraham macht aufbauen. Okay, also hat sie wieder aufgebaut. Mhm. Wow. Ja, Abraham und sein Sohn Ismail. Sie haben aufbauen Kaaba. Ja. Ich würde gerne mal einfach nochmal fragen, liebe ZuschauerInnen, möchtet ihr gerne eine Frage stellen? Ihr habt jetzt die Gelegenheit, den Ahmad zu fragen. Der freut sich. Sehr gerne. Also es dauert immer so ein bisschen, bis wenn jemand eine Frage stellt, bis die Person das auch schreibt und dann auch, bis das dann durch das Internet durch ist. Wie so ein Würmchen. Das dauert, aber kein Problem. Hast du denn noch eine Frage? Ja, und zwar zum Ende der Geschichte. Da steht, dass der Cousin mehr Anspruch auf die Hand seiner Cousine hat als der König selbst. Und das war für uns irgendwie erstmal, da hatten wir ein großes Fragezeichen und haben Ahmad gefragt, was heißt denn das? Ja, damals war für einen Mann das Recht, für seine Cousine zu heiraten. Und wenn er musste seine Cousine zu heiraten, niemand kann sagen, ich musste sie heiraten. Okay. Insbesondere wenn er fremd. Weil die Cousine vor Cousine. Mhm. Das ist ein Gesetz. Die waren vorbestimmt füreinander. Und es gilt bis heute für einige Familien. Ja? Ja. Okay. Da muss man aber Glück haben und den eigenen Cousin oder die Cousine echt gut finden. Ja. In Antaras Fall ist das ja dann ein Vorteil, weil sonst hätte vielleicht der Sohn vom König die gute Abla. Hätte Abla eigentlich auch Nein sagen können? Nochmal bitte. Abla ist ja die Cousine. Genau. Könnte Abla auch sagen Nein? Das gilt nicht. Ach, das geht nicht. Aber wenn das ein Sklave ist? Als Sklave hat keine Wahl zu sagen oder okay. so. Also eigentlich. Aber, okay, wenn ein Sklave oder zwei Sklaven heiraten, dann die Eigentümer von den Sklaven entscheidet. Mhm. Okay. Aber trotzdem hätte er wahrscheinlich Abla nicht heiraten können, oder?
Als Sklave. Als Sklave, das ist nicht möglich. Okay. Jetzt habe ich noch irgendwie gerade etwas gesucht. Gucke ich mal nochmal. Wir haben gestern irgendwie so viel erfahren und vorgestern, nein, nicht, also diese Woche. Das ist so, wenn man da einmal versteht, um was es geht in dieser ganzen Geschichte, dann ist es, finde ich, ganz schwierig, nochmal nach draußen zu gehen, sage ich mal, vor die Tür und sich zu, also nochmal irgendwie auf diesen Punkt zu kommen, wo man nicht weiß, was meint der denn jetzt eigentlich. Mhm. Das macht ja alles Sinn. Ach so, ja, ein Punkt ist noch, dass wir uns über Ritter unterhalten haben. Und ich habe gesagt, ich finde, das können wir nicht ein anderes Wort finden für Ritter. Mhm. Weil wenn ich an einen Ritter denke, also dann denke ich an einen, das stimmt ja auch, aber ich denke dann an einen Federbusch und an Lancelot und König Artus und Siegfried und so. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt, aber definitiv sind wir ja nicht in Deutschland oder in England, sondern in einem ganz anderen Teil der Welt und in der Wüste. Da sehen die vielleicht anders aus. Wie sieht denn so ein Ritter aus? Also wir haben uns darauf geeinigt, dass Ritter stimmt, weil definitiv ein Ritter reiten muss. Mhm. Also diese Männer reiten alle, weil? Zum Beispiel, wenn wir sprechen über Westen, Armee, die Armee besteht zum Beispiel 20% Ritter. Aber dort die 100% von der Armee ist Ritter. Und die Armee besteht nicht von viele tausend Leute, 100, 300, weil der Stamm ist 2000, 5000 oder 50.000 maximal. Dann die Ritter ist ein Teil von dem Stamm und sie kämpfen. Und jeder muss hat ein Waffen als Schwert und Pferd, weil die Bewegung in Wüste ist nicht einfach. Dann sie mit Pferde, sie können einfach hinfahren, greifen, kämpfen und zurück nach Hause. Und trotzdem, das dauert nicht ein Tag oder zwei Tage, als in die Geschichte gelesen, das dauert zum Beispiel eine Woche oder ein paar Tage. Bis man eine Strecke zurücklegt. Genau, die Strecke ist nicht einfach. Wenn es ist 100 Kilometer, dann dauert 3-4 Tage. Mhm. Und du hast auch gesagt, die haben einen Speer. Also ein Schwert und einen Speer. Ja. Und Pferde. Schwert und Speer und Pferde. Und manchmal, wenn sie sind Reiche, sie haben Unterstützung von Stahl. Okay, also ein Brustpanzer oder sowas in der Kostüm, Art. Ja. Ein Kostüm? Mhm. Chevalier, schreibt die Meral, ja, ein Ritter. Da hat sie genau. Recht. Genau, Ritter. Ein Pferd ist eigentlich Chevalier. Was ist Chevalier? Ist doch Ritter, nicht? Mhm. Hilfe, ich kann kein Französisch. Ich Ritter. Kann auch kein Französisch. Meral. Ja. Hallo Meral. Meral hat schon Herzchen geschickt, auf jeden Fall, und gewunken hat sie auch. Ja, sie hat auch Erfahrung. Sie ist aus der Türkei und sie kennt diese Geschichte. Sie kennt diese Geschichten auch, weil in der Türkei gibt es das auch. Diese Geschichte ist sehr berühmt in die alte Geschichte. Also alle kennen, du hast gesagt, alle kennen alle diese kennen Geschichte. Alle kennen das, wie Romeo und Juliette. Alle kennen Romeo und wenn jemand fragt, wo ist die Liebe vor Romeo? Juliette. Es ist einfach. Ja. Dann ist es Antar und Abla. Es ist auch sehr einfach. Und was, wo du gerade bei Shakespeare bist, das finde ich interessant. Das ist ja keine normale, in Anführungszeichen, Sprache, die du gerade gelesen hast. Mhm. Und wir haben das relativ, das ist jetzt eher wie so eine Inhaltsangabe, die wir da jetzt irgendwie übersetzt haben. Aber die eigentliche Sprache. Die eigentliche Sprache ist alte Sprache und sehr schwer zur Übersetzung. Also wir haben so ein bisschen einen Einblick bekommen, du besonders, ne? Ja.
Wobei ich da auch nicht sicher bin, wie viel das mit dem Translator, mit dem Übersetzer zu tun hat. Aber so ein paar Sachen, da war einfach die Frage, was heißt das jetzt überhaupt? Ja. Also er hatte eine süße Zunge, haben wir dann mal drin gelassen, ja, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das dann auf Arabisch da steht. Trotzdem habe ich versucht, die Einfachsprache zu schreiben und die Einfachsätze. Okay. Weil die Geschichte besteht aus 600 Seiten und ich versuche, die Einfachsätze zu schreiben. Deswegen habe ich Geschichte selbst schreiben. Du hast die selbst geschrieben. Also du hast nicht das Original gelesen, sondern du hast es ein bisschen vereinfacht. Die Geschichte ist da, aber ich habe nochmal schreiben. Damit es alle verstehen können. Also wir haben uns darüber unterhalten, wie die Geschichte wohl in Arabisch eigentlich klingen würde. Sie ist auf jeden Fall im Versmaß, also sie hat einen Rhythmus. Genau. Und ja, wir haben dann gesagt, vielleicht ist es so ein bisschen wie... Es ist wie ein Gedicht. Wie Shakespeare, also genau. Es ist wie ein Gedicht oder wie also die Heldensagen der Edda oder sowas, ist auch alles in Versform. Und nicht leicht zu lesen, wie vielleicht die Menschen, die die klassischen Literaturgeschichten kennen, so wissen. Also ist das schon echt, muss man sich dran gewöhnen. Also wenn man das ein bisschen kennt, dann geht es leichter. Aber so prinzipiell ist es ein bisschen schwierig für die Zunge auch und auch für den Verstand, das tatsächlich diese Bilder zu erkennen. Genau. Und im Arabischen haben wir jetzt festgestellt... Im Arabischen ist auch so. Wenn wir sagen zum Beispiel, ein... Autor von 100 Jahren. Er ist sehr alt, aber wenn wir stellen, dass er ist seit 1500 Jahren, dann die ganze Foto vielleicht ist total anders jetzt. Die Meral hat gerade was geschrieben, das würde ich gerne mal noch hier reinbringen, weil das verstehe ich total, was sie schreibt. Die Meral schreibt, ich muss ehrlich sein, ich mag das nicht. Also ich mag die Geschichte nicht. Ich mag nicht, hat sie geschrieben. Okay. Solche Geschichten nicht. Mhm. Ich habe die meinen Kindern nicht vorgelesen. Ja, natürlich. Das ist Geschichte, ist nicht vor Kinder. Also ich habe gesagt, in jedem Stadtteil gibt es ein Café. Und der Café ist nicht vor Kinder, auch ist es nicht vor Frauen. Es ist vor Männern. Ach so. Ja. Ach so, die Frauen, die standen dann vor den Scheiben und haben reingeguckt. Ja, sie dürfen, aber unbedingt ist es nicht vor Kinder. Mhm, also das haben wir ja vorhin auch gesagt, Meral, deine Kinder dürfen nicht zuschauen. Natürlich. Jawohl. Ja, aber egal. Trotzdem, also ich verstehe das auch, weil ich echt gestern gedacht habe oder vorgestern, ups, das ist aber brutal. Und das hatte mich sehr erschreckt, weil ich das eigentlich schwierig finde, also wenn etwas so gewaltvoll ist. Aber wenn man einfach die Kultur kennt, dann ist das logisch. Genau. Ja, und das geht ja, und das habe ich dann irgendwie gedacht, eigentlich geht es ja dann, es geht ja viel um Wert. Also was ist was wert? Ist jemand weniger wert, weil er Sklave ist? Mhm. Oder mehr wert, weil er Königssohn ist? Also warum hat Charles um Himmels Willen nicht selber sein Schwert genommen? Er hätte auch kämpfen können, hatte aber nicht. Und das finde ich dann schön an der Geschichte. Also das ist wirklich eine Geschichte, es geht um Wert. Es geht um eine innere Haltung und um eine liebende Haltung. Er hat einen Mann getötet und nicht 300. Genau. Und das ist einfach in einer Kultur, in der das Töten zur Ehre gehört, ja, vielleicht auch eine gute Tat. Genau. Es geht ja auch um den Kontext. Also wie ist die Kultur? Weil der Ziel ist nicht, die andere zu... Weil der Ziel ist nicht
zu, die andere zu gestorben oder getötet. Ja. Ach so, und das ist auch noch wichtig. Also es ist so, dass diese Stämme, wenn die, die Ritter, wenn die Ritter andere Stämme angegriffen haben, haben die nicht wahllos getötet, sondern sie haben nur die Personen getötet, die sich mit einem Schwert kämpfend gegen sie gestellt haben. Genau. Wenn jemand kein Schwert hatte, wurde niemand getötet. Nein. Sondern, aber die wurden auch mitgenommen. Die Kinder, die Frauen, niemand getötet. Ja. Ja. Also sie wurden aber als Sklaven dann mitgenommen. Genau. Als Beute. Als Beute. Wie siehst du das denn eigentlich, Mariela? Also ich finde schon, dass das auch irgendwie eine Geschichte ist, wo viele Werte auch vermittelt werden. Also ich glaube, das hatte Ahmad auch gesagt, dass all diese Geschichten, die der Hakawati im Café erzählt, auch irgendwie eine Form sind, Menschen halt ja, eine Werte oder Moral auch mitzugeben. Und das finde ich halt spannend, dass halt in der Geschichte gesagt wird, dass der König das auch anerkennt und dass diese Idee, dass jemand sich durch seine guten Taten hervortun kann und dass das auch gesehen wird. Also das finde ich schön an der Geschichte. Und dass auch diese Frau, die er liebt, dass sie das auch sieht und dass sie nicht nur diesen Status sieht, den er am Anfang hat, nämlich Sklave. Also von daher, ich verstehe das mit der Brutalität. Ich glaube, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist so normal in dieser Zeit. Also das ist halt der Alltag. Ja. Und bei uns sieht der Alltag anders aus. Und aber das ist für die Ausgangsposition. Und dann über diese Geschichte zu erzählen, wie es vielleicht anders werden kann, ist doch schön. Ja, das finde ich auch. Ja. Ja. Das ist aber ein schönes Schlusswort, prinzipiell eigentlich. Eigentlich, ja. Ja, schon. Also, oder? Ja. Ich glaube, wir sind auch jetzt, wenn wir jetzt, es ist heute schwierig, die Zeit nachzuprüfen. Ja, weil aber ich glaube, wir haben vor einer Stunde angefangen. Ja. Gut, dann vielen Dank, lieber Ahmad. Sehr gerne. Vielen Dank, liebe ZuschauerInnen, fürs Zuschauen. Und vielleicht sollten wir noch sagen, dass es erst in 3 Wochen weitergeht. Stimmt. Weil jetzt Herbstferien sind und viele Leute nicht da. Ja. Und wir machen eine kleine Pause mit leise laut. Genau. Schöne Ferien. Genau. Und nach den Ferien am 29. Oktober geht es dann weiter mit Moritz Antes und Eloisa Mirabassi. Eloisa Mirabassi und Moritz Antes. Ich wollte es jetzt nochmal umkehren. Genau, die holen dann die Veranstaltung nochmal nach, die ja in der Kombination ausfallen musste, weil Eloisa krank war. Und Eloisa ist wieder gesund, ne? Ja, Eloisa ist definitiv wieder gesund. Genau, und wir hoffen, das bleibt dann so und freuen uns schon sehr darauf. Und vielleicht muss man noch sagen, die Eloisa tanzt und Moritz Antes spielt Posaune. Und die improvisieren zusammen. Und vielleicht kann man noch dazu sagen, das ist sonst auch immer, das fällt dir dann immer ein, jetzt fällt es mir ein. Wir haben einen Hut, einen virtuellen Hut. Ihr könnt spenden für unsere Künstler. Wir möchten davon nichts für uns haben oder behalten. Selbstverständlich könnt ihr auch für uns spenden, aber es ist eine Veranstaltung für Künstler, die gerne auf die Bühne gehen möchten. Ihr könnt spenden. Wir werden in die Kommentare gleich unsere Kontodaten stellen. Wir haben ein Vereinskonto für Kulturförderung hier im Stadtteil und
Dieses Vereinskonto ist ein gemeinnütziger Verein, gehört einem gemeinnützigen Verein, der Leere Raum e.V. In dem könnt ihr zum einen Mitglied werden und zum anderen könnt ihr spenden und auch eine Spendenquittung erhalten. Die bekommt ihr dann. Am besten ist es, wenn ihr etwas in den Hut werfen möchtet und überweisen möchtet, dass ihr in den Betreff der Überweisung schreibt, für welchen Künstler oder für welchen Zweck, dann werden wir das zu 100% weitergeben. Ja, und jetzt? Dankeschön. Wünschen wir schon noch an alle euch einen sehr schönen Abend. Und tschüss. Ahmad, du zerstörst jetzt gerade die mühsam eingerichtete Bühne. Mit Freude. Und wir sagen mal tschüss. 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 Tschüss.